Ja, Leute, da ist er also, unser neuer Dienstwagen. Es ist ein Mercedes geworden, es ist ein CLA geworden als Hybrid. Unser Ziel war wirklich dahinter zu sagen, jo, ihr sollt uns erkennen, ihr sollt wissen, okay, hier in der Schule passiert was. Hier kommt Unterstützung, gerade bei euren Medienprojekten, bei euren Medienbildungskonzepten. Und deswegen wollten wir mal ein bisschen um die Ecke denken. Warum haben wir überhaupt einen Hybrid genommen? Weil im Endeffekt, man hätte ja auch rein Verbrenner nehmen können, man hätte auch rein Elektro nehmen können. Es war eigentlich relativ schnell entschieden. Es passt genau auf unseren Nutzungszweck, weil wir sind für euch im Landkreis meist so im Nahbereich unterwegs, 50 bis 60 Kilometer. Und das packt das Auto halt rein elektrisch. Dementsprechend müssen wir nicht tanken gehen, um im Nahbereich unterwegs zu sein. Und wenn wir dann auf langen Strecken fahren, das heißt Fortbildung oder eine Konferenz, da sind wir auch mal in ganz Hessen oder auch deutschlandweit unterwegs, da hätten wir dann den Vorteil, dass wir auch den Benziner mit dazu nehmen können und nicht zu sehr auf das elektrische Netz angewiesen sind. Das hat ja auch seine Vorteile. In der nächsten Szene seht ihr die Jungs und Mädels von Alexander Werbetechnik. Die werden uns das Auto richtig knallig machen, damit ihr uns noch besser erkennen könnt. Katja, fahr mal bitte die Hebebühne nach oben. Ganz, 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 ganz großes Stück. Eigentlich ist das Aufkleben immer meistens das, was am schnellsten geht. Das Nacharbeiten, Anföhnen, Aufschneiden, Rumbasteln ist das, was richtig zeitintensiv dann ist.